Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Tomahawk Payne und heute gibt's ein weiteres Video zu Splatoon. Heute widmen wir uns den Perks, wie es so schön heißt, den Effekten, die auf den einzelnen Kleidungsstücken gegeben sind. Und wir werden uns heute nicht alle angucken. Dafür könnt ihr auch einfach auf euer Gamepad, wenn ihr in der Plaza seid, auf Ausrüstung klicken und dann auf Ausrüstungshilfe. Da werden euch alle einzelnen Items angezeigt. Die kann man dann draufklicken und wunderbar schön sich selbst durchlesen, was die alles können und was sie machen. Es sind viele dabei, die man meiner Meinung nach so gut wie gar nicht eigentlich benötigt, weil der Effekt einfach nicht so stark ist. Deswegen werden wir uns heute auf die wesentlichen Perks konzentrieren und euch da versuchen, ein bisschen Tipps zu geben, wie man die am besten einsetzt, in welcher Kombination vor allem und was die dann auch so bringen. Ich persönlich bin ein aggressiver Spieler, der natürlich offensiv immer voll reingeht und Geschwindigkeit, Schnelligkeit braucht. Deswegen bin ich unterwegs immer im offensiven Bereich der Gegner und deswegen brauche ich in meinem Repertoire auch die Tintentoleranz. Die gibt es nur auf den Schuhen und das ist so der Effekt, der mir persönlich am meisten entgegenspricht. Denn er hat zwar, ich sag mal, Schaden und Bewegungstempo, was reduziert wird natürlich durch die gegnerische Tinte, was der Standard ist. Das wird aber ein bisschen vermindert durch dieses Perk. Also das heißt, ich kann in der gegnerischen Tinte besser stehen, mich bewegen und überleben als normalerweise. Und das ist für meinen Spielstil ist das sehr wichtig. Passend dazu, weil ich dadurch natürlich anfälliger bin, habe ich da natürlich Verteidigung Plus mit dabei. Denn Verteidigung Plus reduziert den erlittenen Schaden und das gleicht das für mich so ein bisschen aus. Also das sind diese zwei Must-Haves für mich. Generell muss man natürlich sagen, dass die Perks auf den eigenen Spielstil und vor allen Dingen auch auf die Waffe angepasst werden müssen. Das heißt, zuerst wählt man die Waffe aus, dann wählt man die Kleidungsstücke aus, beziehungsweise die Items, Kleidungsstücke sowieso nur Optik. Es zählt darum, was für Haupt-Items da drauf sind. Was man nicht vernachlässigen darf, aber zumindest nicht sein Augenmerk darauf legen sollte, sind die ganzen Zusatzperks, die unten noch in kleiner Form dabei sind. Denn die Auswirkung darauf ist so gering, das macht dann beispielsweise in Sekunden mal 0,2 hier, 0,2 da. So, das ist relativ wenig, aber im Endeffekt sollte man gucken, dass man da keinen Mist hat. Das heißt, lieber dann nochmal zum Spike gehen und das Ganze durchmischen lassen für 30.000 oder für eine Supermuschel, bevor man dann irgend so einen Quatsch dann damit drin hat, Bombenreichweite oder sowas, was man vielleicht gar nicht haben will. Ja. So, neben Tintentoleranz und Verteidigung ist natürlich Angriff plus auch ein Perk, was man einpacken sollte, wenn man volle Power geben möchte. Ich persönlich gehe lieber auf Verteidigung, weil in der einen oder anderen Situation, wo man vielleicht auch mit anderen Spielern aufeinander trifft, die ähnliche Waffen haben, hat man dann vielleicht einen kleinen Vorteil und deswegen nehme ich lieber Verteidigung als Angriff mit, aber Angriff ist natürlich auch noch eine gute Variation. Wenn wir jetzt uns um die Farbe kümmern, so Nachladen und sowas, dann braucht man natürlich so Perks wie Regeneration plus, indem man das Ganze im Schwimmen schneller auffüllt oder auch das Hauptverbraucher-Perk, der generell den Tintenverbrauch der Hauptwaffe reduziert, was natürlich auch sehr praktisch ist. Also diese Dinger sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sollte man sich überlegen, das vielleicht in seine Kombination mit reinzunehmen. Dann habe ich noch zwei, die auch auf dem Spielstil ausgelegt durchaus interessant sind. Zum Beispiel, wenn man eine Spezialwaffe dabei hat, die man gerne häufig haben möchte und einsetzen will, wie zum Beispiel jetzt die Kugel, Schutzschild oder sowas in der Art. Das möchte man natürlich so häufig wie möglich haben. Dann sollte man Spezialdauer einpacken, denn damit werden Spezialwaffen mit Zeitlimit eben können länger eingesetzt werden. Und das ist schon relativ praktisch. Ein anderes Perk, was ich unbedingt auch noch genannt haben möchte, ist Tintenfisch Ninja. Ist zwar durch einen Patch ein bisschen reduziert worden, beziehungsweise man schwimmt dann doch schon merklich langsamer in der Tinte, allerdings ist man komplett unsichtbar, auch in Bewegung. Normalerweise, wenn man in der eigenen Tinte rumschwimmt, dann sieht man das durch eine Bewegung einfach, man sieht das. Mit diesem Perk nicht, das heißt, man kann komplett umsonst sein. Und das ist so auch dieser Lieblingsspielstil von diesen ganzen Japano-Roller-Typen. Die haben ihren Roller dabei, gehen sich schön mit Tintentoleranz und Tintenfisch-Ninja unten in Deckung und schwimmen dann da rum und kommen raus, zack, und hauen die ihren Roller über den Schädel. Das ist eine interessante Taktik, aber bietet sich halt an. Ja, wie gesagt, Tintenfisch-Ninja.
Die anderen Perks möchte ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Es sind, wie gesagt, sehr viele dabei, die immer wieder mal auch ganz nützlich sein können. Deswegen würde ich die auch in diesen Sekundär-Perks, in den kleinen unten, durchaus gerne sehen, wie zum Beispiel Schwimmtempo oder auch Lauftempo Plus. Das sind so Sachen, die eigentlich ganz nett sind. So für den einen oder anderen Spielmodus vielleicht auch Startvorteil oder Endspurt, was man ganz gut einsetzen kann. Ansonsten, wie gesagt, die wichtigsten habe ich genannt. Eins, was vielleicht noch interessant ist, ist das Perk Sprunginfiltration. Habe ich selbst noch kein einziges Mal mitgespielt, aber es ist interessant, weil man da ja keinen Zielpunkt auf der Map anzeigt, wenn man selbst springt. Normalerweise sieht man das ja immer und damit kann man auch so ein bisschen sneaky bei den Gegnern irgendwie rein. Plötzlich auftauchen, hoch, da ist einer. Habe ich ja bisher noch nicht ausprobiert, muss ich vielleicht nochmal machen. Ansonsten die meisten Perks eher uninteressant. Wie seht ihr das? Habt ihr auch irgendwelche Lieblingsperks, außer die, die ich jetzt genannt habe, wo ich am besten finde? Ansonsten, wie gesagt, in die Kommentare damit. Wie spielt ihr am liebsten? Ist euch wichtig, wie ihr ausseht, eure Figur? Das sagen ja auch viele, ja, mir ist egal, was für Perks da drauf sind, das muss cool aussehen. Bullshit, sage ich dazu nur, das ist Quatsch. Wie seht ihr das? So viel zu dem Thema. Eins muss am Ende natürlich noch gesagt sein, weil es soll ja auch ein bisschen einen Guide-Charakter haben. Man kann meiner Meinung nach zu diesem Thema keinen wirklichen Guide machen, weil es gibt nicht das perfekte Perk oder den perfekten Nutzen, wie man das so machen kann, weil es hängt, wie gesagt, von Waffe und vom Spielstil ab. Was aber noch wichtig ist, die Dinger kann man stapeln. Das heißt, man kann auf jeden Fall auch welche doppelt hernehmen. Wenn man beispielsweise Angriff, Angriff, Angriff miteinander kombiniert, dann geht das. Allerdings ist es nicht so, dass der Effekt sich immer verdoppelt, sondern immer nur die Hälfte des Effekts wird übernommen. Das heißt, wenn ich einmal 100% Angriff habe, habe ich mit dem zweiten Angriffsperk nur 50 und mit dem dritten nur 25%. Ja? Das muss man halt sich merken. Und auch auf einem Kleidungsstück kann auch nur einmal das gleiche Perk drauf sein. Also es geht zwar schon, dass du mehr da drauf hast, aber der Effekt wird dadurch nicht höher. Das heißt, nur ein Perk pro Kleidungsstück. Ja, so viel sei auf jeden Fall auch dazu gesagt. Das war's von mir zu den Perks. Haben wir es endlich hinter uns. Fragen gerne auch in die Kommentare. Ich versuch's zu beantworten. Bis dahin, auf Wiederschauen und tschüss. Splat. Die Maus geht nicht. Sei fix.